Ein wunderschöner Willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Mein Test. Warum bist du da? Geh mal nach da. Und du? Let's go. So. Ronix klingt richtig. Letztens hat OBS das Fenster erkannt, auch wenn es noch so klein war. Oh, mal schauen. Komm, OBS. Aha, geht doch. So. Vollbild. Danke. Okidoki. Genau. Wir waren bei unserer kleinen Parcoursstrecke hier. Ist ja mittlerweile schon eine Woche her. Ey, gut. So viel zum Thema Rennen. Ich habe mir überlegt, noch nicht ausprobiert, aber zumindest überlegt, das ist auch schon mal was wert, wie wir unten vielleicht einfach selbst so eine Art. Ne, also ich würde doch gerne hier so ein Bett hinbauen. Vielleicht hier so ein bisschen, ne, so ein bisschen mittig so. Und wie wir uns dann selbst eine Art Vorhang bauen. Ja. Das heißt, wir brauchen erstmal die entsprechenden Sachen. Also ich sehe jetzt endlich unserer technischen Anlage. Wie sieht's hier aus? Oh, ja, mittlerweile 160, 19. Wie sagen wir mehr Kupfer als hier? Oh, 300, ja moin. Ja, doch, ist ja, geht ja, das tut ja, macht ja langsam, macht ja was, macht ja. Wow, 44. Warum ist hier kein Icon? Ein Eisenklumpen. Warum ist hier kein Icon? Ah. Und 400 Kohleblöcke. Wow. Okay. Dann gehen wir mal home. Wieso höre ich nichts? Hört ihr was? Nee. Habe ich den Spielstrom geschalten? Ich. Nee. Sound ist da. Moment mal. Kopfhörer stumm? Ja, meine Kopfhörer waren stumm geschalten. Wow, Ronny, wow. Aha. Das klingt doch schon besser. Wow, Ronny. So, du kannst mal wieder aus hier. Okay, ist aus. Dann kann die Anlage noch ein bisschen austrudeln. Denn ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass auch die Pipe zwischen den beiden Gebäuden so lang ist, dass wenn halt keiner on ist, ja, die Maschine nicht so ganz sauber funktioniert. Aber ich bin zumindest froh, dass keine Pipes explodiert sind. Das ist ja früher immer passiert, dass dann immer irgendwelche Pipes hochgegangen sind, vor allem die hier, die Dinger hier direkt an den Autocraftern, was ich nie verstanden habe, weil in denen ist massig Platz. Warum denn da das Ding platzt, keine Ahnung. Aber ja, okay, passiert es auch nicht mehr. Läuft jetzt einfach. Sehr gut. Aber wir haben drüben jetzt noch genug Rohstoffe. Was wir brauchen. Siehst du, ist hier irgendwas drin? Nö. Ah. Mal raus. Pack mal hier einfach mit rein. Beselampen? Kommt die denn her? Bäh. Bäh. Haben wir irgendwann mal was mit Meselampen gemacht? Hey, Moment, wie kommen die hier in die Kiste rein? Oh, die waren die Sachen hier schon die ganze Zeit drin, schon davor. Aber nicht, ich hatte letztens reingeguckt. Und dass die jemand hier hinten reingeworfen hat, ne, kann auch nicht passieren. Weil dann hätten sie ja hier hinten in die hintere Kiste abgesondert werden müssen. Wo ich auch mal nachgucken kann, was hier was für mich. Ah, oh, hier haben wir sogar einen Club. Ja, mit hätten sie hier drin landen müssen. Habe ich hier als Admin irgendwelche Sachen gemacht, von denen ich nichts weiß? Nicht mehr? Ich meine, schon eine Woche her.
Die letzte Aufnahme. Wer weiß. Genau, dann können wir die Dinger hier gleich hier reinschmeißen. So. Mese. Ich pack die einfach mal hier mit rein. Und dann gucken wir mal. Haben wir denn kein Bett? Nö, haben wir nicht. Gar nicht. Schau mal, wir machen natürlich hier so ein schönes breites. Das klingt gut. Brauchen wir zwei normale. Die machen wir auch zwei normalen. Verstehe. Ja, das klingt machbar. Also wir brauchen vier Hölzer, vier Holz. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und wir brauchen 6 mal Wolle. 2, 3, 4, 5, 6. Dankeschön, 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 Dankeschön. So, voilà. Haben wir schon mal das Bett. Ne? Ich wäre doch geil, wenn man so ein Bett haben könnte, was dann einfach so komplett, was nicht nur so 2 breit mal 2 lang ist, sondern, weiß nicht, 2 breit und dann 3 lang ist, und welches Königsbett, wo man einfach machen kann, was man möchte. Ja. Wäre schon ganz geil. So, dann brauche ich für den geplanten Vorhang, ich nehme mal grün, ein paar Dings. Schraubendreher haben wir dabei, das ist gut. Dann brauche ich noch irgendwas als Gestänge oben. Was bietet sich da an? Irgendwas, was ein bisschen metallisch oder plastisch aussieht. Du aber hast diese komischen Ränder. Das würde man sehen. Vielleicht Beton? Tja, Beton oder vielleicht auch Sandstein. Sandstein könnte auch, hat ja auch eine relativ glatte Struktur. Wie sieht das aus? Nee, das nicht. Doch, das hat eine sehr, sehr, sehr glatte Struktur. Von der Farbe her finde ich den Beton aber besser. Das hier ist so ein bisschen so. Hey, ich glaube, ich bleib beim Beton. Beton ist gut. So, jetzt muss ich mal überlegen. Ich brauche jetzt ganz, ganz feine Strukturen. Hat irgendwie gehofft, es gibt hier quasi sowas, was nochmal so halb so dünn, also halb so breit ist. Was so wirklich so aussieht wie so ein dünner Streifen. Aber scheinbar ist das wirklich das Kleinste, was gibt's. Dann nehme ich einfach mal 8 sollten ausreichen. Ja, 8 sollten ausreichen. Ne, 8 reichen nicht aus. Ich nehme mal nochmal 8. So. Und dann brauchen wir nochmal 2 Ecken. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob das, was ich vorhabe, so funktioniert, wie ich es vorhabe. Dabei fällt mir gerade mal ein, wieso teleportieren wir uns eigentlich mal die ganze Zeit? Wir haben doch hier so ein schönes Reisenetzwerk. Warum baue ich nicht einfach in meinem anderen Haus noch ein Reisedingsterbums da auf? Bin doch ein bisschen dumm, kann das sein? Da schied ich hier die ganze Zeit, um mich mit der Lore fahren zu müssen, weil ihr mich immer in den Kommentaren vollkotzt. Ja gut. Genau mit der Tonlage. Aber ich könnte auch einfach noch ein Twivelnet bauen. Ha! Das wäre die, nicht gekommen ist. Bin auch mal wieder. Haben wir noch eine? Rein zufällig? Ah, wir haben Fahrstuhl. Das bringt uns nicht allzu viel. Twivelnet sehe ich nicht. Doch, haben wir. Ha! Eine habe ich da nochmal reingeguckt. Die beiden Kisten hier sind irgendwie so ein bisschen redundant. Krempel. Der liegt sowohl hier als auch hier drinne. Nein. Das ist also unsere beiden Krempel-Kisten. So.
Okay, das heißt, damit wir aber noch mal the feeling haben, werde ich ein allerletztes Mal mit unserer wunderschönen Lorenbahn rumloren. Freie Bahn mit Bahn. Hui. Langweilig. Ich würde echt mal überlegen, ob ich hier nicht doch. Wir müssen mal gucken, wie effizient es ist. Ich werde vielleicht mal als Admin reingehen und mal so ein kleines Testareal bauen, wo wir hier von den Rohren verschiedene Konfigurationen testen, um zu gucken, wie wir das Ding am günstigsten beschleunigen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Ja. Da werde ich mal ein bisschen. Ne, ihr, wie, ne, ihr, ne? Ihr habt mich ja öfters darum gebeten, so solche Sachen auch im Let's Play mitzuzeigen. Also können wir es auch im Let's Play machen. Ich meine, es ist ja fürs Let's Play, so. Von daher, warum nicht? Aber erstmal fahren wir schneller als die Deutsche Bahn an unser Zielort. Hab ja auch gestern wieder von Simplicissimus. Richtig? Ja, glaube. Das Video gesehen, der mir jetzt mal wieder rausgebracht zur Deutschen Bahn. Ja, ein vernichtendes Zeugnis, aber es ist wahr. Und traurig. Ey, mein Fadenkreuz ist genau in der Mitte vom Gleis. Wow. Habe ich das gerade unterbewusst gemacht? Ah, heute scheint mal wieder mein WLAN ein bisschen zu schwanken. Die Lore stockert ganz schön häufig. Ne, ne, genau das hier. Dieses so nicht herbewegen ist. Oder war schon immer so schlimm? Weiß ich gar nicht. Also selber funktioniert, easy. Ich meine, diese Loren und auch diese Boote, wenn du damit im Wasser fährst, hast du sowieso immer Probleme. So, das ist ja Katastrophe. Ich wüsste zwar auch nicht, wie man die überarbeiten soll, außer dass man die Berechnung der Physik von den Loren und den Booten komplett an den Client übergibt. Aber ist natürlich wieder denn, ne, Sheet- und Heckpotenzial. Weiß ich nicht. Aber das wäre halt eine Methode, um halt selbst bei schlechten Internetverbindungen zwischen Client und Server dafür zu sorgen, dass das Tropfen fließend ist. So, jetzt müssen wir mal schauen, ja, wo zum Teufel ich das Ding unterbekommen. Ich habe nämlich gerade offen gesagt, absolut kein Plan. Ich würde es gerne irgendwo in den Keller stellen. Weil hier das Problem ist halt, ne, diese typische Ding. Oh. Bäh. Ich glaube, Zwergi hat sich hier an unserer Let's Play-Hütte vergangen. Die Authentizität. Ich spüre sie schwanken. Ja, genau. Die Frage ist, wo können wir das Ding hinstellen? Wir haben hier zum Beispiel haben wir immer diese doppelten Dinger. Das heißt, solange wie wir hier uns innerhalb dieser Schräge befinden, haben wir eine doppelte Wand. Wir könnten also tatsächlich hier zum Beispiel das Tunnelnetz hinklatschen. Hier geht es nicht, weil da direkt die Treppe ist und hier endet ja bereits die doppelte Wand. Das geht ja direkt nur bis hier.
Das heißt, hier Terminal hinbauen. Na, bisschen eng. Ich meine, gut, wir könnten direkt an der Stelle das Ding hinbauen. Haben wir auch so ein bisschen schönen Blick nach unten. Wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Let's go. Mal gucken, wie es aussieht. Weiß nicht. Ich meine, hat was so mit dem. Ne? Aber. Ne. Ich möchte dich gerne entfernen. So. Ich pack's doch lieber hier hin. Und zwar da so. Dankeschön. Perfekt. So, jetzt weiß ich gar nicht, wie wir unser altes Haus genannt haben. Ich sage einfach mal Haus 2. Ja, haben wir natürlich Home genannt. War klar. Dann Home 2. Speichern. Jawohl, ja. Jutchen, jetzt können wir immer zwischen den beiden Dingern hier wandern. Nice. So muss es sein. Bei der Mine waren wir auch schon lange nicht mehr. Mit die ganze Radioaktivität. Ach, sieht geil aus. Ich feiere immer wieder so diesen Anblick von so extrem weitläufigen Höhlen. Das ist irgendwie so immer so, ja, unterirdischer Tagebau-Feeling, so. Ich bin auch extremer Tagebau-Fan. Also jetzt, ich weiß natürlich, dass es super schädlich für die Umwelt ist, keine Frage. So, und vor allen Dingen auch für die, die da gewohnt haben, so, ne, also, don't get me wrong, ich bin jetzt kein Befürworter von Tagebau, aber Tagebau an sich, also als technisches Ding, finde ich trotzdem super faszinierend. So, hier müssen wir auch noch aktualisieren, genau. Und voilà. Jetzt können wir von überall noch überall reisen. Juhu. Ey, beruhig dich. Genau. So. Man könnte überlegen, ob man jetzt auf der Seite auch noch unten Travelnet hinklatscht, so. Damit man hier nicht immer oben lang laufen muss, aber ich finde es ganz neckisch mit dem, dass man immer lang laufen muss. Ne? Wir haben ja auch auf der Seite hier keine Haustür, von daher. Nice. Okay. Immer noch kein Icon. Lol. So. So. Ich würde gerne das Bett einfach mal hier. Vielleicht hier so. Na, ist jetzt ein bisschen mittig im Fenster. Das kann man so machen. Und jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, ich klatsche die Dinger erstmal auf den Boden. Genau. Ja, die sind schon sehr breit. Ich wünschte echt, dass sie nur so vier Pixel breit wären. Gut, was willst du machen? Geht halt nicht anders. Was muss das Mutz? So. Jetzt kommt das Replacement Tool. Gib mir mal her. Kopieren. Einfügen. Einfügen. Vielleicht noch eins höher. Dabei geht nicht. Ach nee, das würde genau an den Lampen vorbeigehen. Lol. Ah, okay, aber das geht ja nicht. Ah, verdammt. Nee, okay. Dann muss das doch wieder. So, dann muss es doch auf der Höhe. So, dann dich kopieren. Einfügen. Dich kopieren. Beziehungsweise, nee, ist noch zu nah am Bett. Dich kopieren. Einfügen. Nö. Einfügen. Dich kopieren. Einfügen. Vielleicht sollte ich hier auch noch so Stützen drunter klatschen, weil es jetzt ganz schön weit von der Wand weggeht. Boah, geht der wirklich ganz schön weit von der Wand weg. Ja, ich glaube, ich mache dann hier noch Stützen drunter. Kopieren. Einfügen, 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 einfügen. Ob das alles so wird, wie ich es mir denke. Ah, eins zu weit. So, dann kommt immer wieder weg. Immer wieder weg hier.
Dankeschön. So, und jetzt kommt hier so und so. Kopieren. Einfügen. Kopieren. Wie war das jetzt? So und noch einer. Voilà. So, das ist erstmal der Rahmen. Also das Gerüst. Das Gestänge. So, und an diesem Gestänge. Müssen wir jetzt das ranmachen? Das mache ich, indem ich hier eins hinklatsche. Also, wir müssen ja eh rotieren. Da war ja was. Gut, dann klatsche ich das Ding einfach da drunter. Und jetzt brauchen wir die Schraubendreher. Jetzt müssen wir gucken, wie wir das Ding rotieren müssen. Wow. Das ist schon mal falsch. Aha. Jawohl. So, das sieht schon mal richtig aus. Jetzt kommst. So. Achso, egal. Ja, genau richtig. Kann sein, dass jetzt hier komisch ausgerichtet ist. Ich mach die mal. Mach die mal nochmal weg hier. Mach die mal nochmal. Und mal direkt mit Rechtsklick. Ne, ist immer noch. Guck mal. Hier sind die Linien quasi, ne? Das waagerecht, das Muster. Und dieses Muster hochkant. Was ist das denn Bullshit? So richtig? Ne. Ja, so ist richtig. Okay. So, dann kopieren. Einfügen, 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 einfügen. Kopieren, einfügen. So, jetzt haben wir hier so ein kleines Ding, was so ein bisschen, ne, also so eine Art Gardine, die man hier halt so langziehen kann an dem Gestänge, ne? Ich hoffe, man versteht, was es sein soll. Ich habe keine Ahnung. Das Schöne ist, man kann die Sachen wirklich so bauen, ne? Auch wenn man hier gegen klopft, bleibt das alles so. Bei Minecraft war es ja früher so, dass wenn du mit diesen Fußböden gearbeitet hast und diese hochgeklatscht hast und dann irgendein Spieler, selbst wenn er keinen Zugriff auf die Area hatte, einfach nur gegengeschlagen hat, dadurch, dass halt das Gebiet dadurch aktualisiert wurde, haben die Dinger dann gemerkt, oh, eigentlich können wir ja so gar nicht hängen. Und dann ist alles abgefallen. Aber hier geht's, zum Glück. So. Und dann machen wir hier noch eine Gardine. Ungefähr. Ne, auch die ein bisschen aufgezogen aussieht. Voilà. Und schon kann man hier rein, Gardine zuziehen, die Gardine zuziehen, kann man sich schön schlafen legen, packen. Das ist doch geil. Die Frage ist jetzt, wie kriege ich das hier hin mit den Stützen? Oder ich mache die Stützen. Eine geht nicht, weil dann wieder die Decke weg ist. Von oben kann ich die Stützen nicht runterkommen lassen. Ich muss wirklich von unten machen. Gibt es denn hier irgendwelche ganz dünnen Strukturen? Ja, gucken wir mal nächste Folge. Von daher, bis dann.